das ist so ein bisschen, ich sag's mal ganz zurückhaltend, ja, sehr strukturistisch gewesen. Wir haben in der ersten Reihe Ursula von der Leyen gesehen, neben dem Großherzog Henri von Luxemburg. Dieses ganze Prozedere ja sehr strukturistisch, sage ich, auch sehr feierlich irgendwie. Aber was nehmen wir auch, sagen wir mal, für uns als Normalzuschauer hier mit von dieser Veranstaltung? Ja, also das Interessante ist, also der Eid an sich, da geht es ja mehr um die Grundwerte der Europäischen Kommission. Wie gesagt, die Neutralität und dass sie eben sich fürs Allgemeinwohl da ist und die Verträge behütet. Aber was interessant ist, dass eben hier in der Ansprache der Richter schon darauf hingewiesen hat, dass es eben verschiedene Herausforderungen gibt, die sich natürlich auch aufs Recht und auf die Verträge auswirken, von der Migration bis zur Rechtsstaatlichkeit in der EU. Und dass das eben die Aufgaben, die Herausforderungen für die Kommission in den nächsten Jahren sein werden. Und er hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass ja der Europäische Gerichtshof davon unabhängig ist. Also logischerweise hier die Legislative unabhängig von der Judikative ist, weil Sie jetzt gesagt haben, ja, also es stehen viele Themen an. Lassen Sie uns doch auf die Themen schauen. Wofür steht diese neue Kommission unter Ursula von der Leyen aus Ihrer Sicht jetzt für die nächsten, jetzt sind es ja nicht mehr ganz fünf Jahre, aber für fünf Jahre gewählt bis zum 31. Oktober 2024? Ja, diese Kommission, die steht vor einigen größeren Herausforderungen und auch Projekten, die sie sich selbst gesetzt hat. Ein großes, das sie schon angegangen hat, ist der Klimawandel. Da hatten wir zum Beispiel im Dezember schon die ersten Verhandlungen über den Green Pact, den Climate Pact, also den großen Pakt zum Klimawandel von Ursula von der Leyen. Kleiner Fehlstart, Polen ist nicht ganz mit dabei, aber die anderen Mitgliedstaaten haben sich schon mehr oder weniger geeinigt. Das ist das Gute daran. Dann natürlich die großen Herausforderungen wie man jetzt das Migrationsproblem sozusagen, wie man da eine neue Politik findet, eine neue Herangehensweise, das bleibt noch auf dem Tisch. Also wir haben immer noch keine Lösung, ob jetzt Flüchtlinge verteilt werden oder nicht oder in Ankunftsländern verbleiben. Handel wird ein großes Thema, auch verknüpft mit Menschenrechten. Also es ist eine schwierigere Situation geworden. Wir haben Handelsverträge, die mit Großbritannien ausgehandelt werden wurden. Gerade vor dem Hintergrund des Brexits. Genau, 11 Monate. Dann mit Trump gibt es immer wieder doch Streit, der immer wieder hochkocht über Autoindustrie und natürlich auch mit China. Und das ist ja das, was vorher schon heute auf Phoenix besprochen wurde. Eben die Frage China, der Umgang mit Menschenrechten, Demokratie. Auch die gewisse Aggressivität bei den Investments in strategische europäische Firmen, wie Europa damit in der Zukunft umgeht. Also das werden so einige der Herausforderungen. Zwei Themen möchte ich kurz rausgreifen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber die würde ich gerne mit Ihnen doch noch mal kurz ansprechen. Das eine ist der Green Deal, den Ursula von der Leyen sich vorgenommen hat. Sie hat jetzt angekündigt, 1 Billion Euro bis 2030, also in den nächsten 10 Jahren, einzusetzen. Allerdings ist völlig unklar, woher das Geld kommt, wenn nicht die ganzen Mitgliedsländer dem zustimmen. Wie realistisch ist das Ganze? Ja, also ich denke, es ist im Moment etwas ambitioniert. Einerseits ist es wichtig, damit man eben, Klimawandel kostet viel. Diese ganze, die Politik zum Reduktion des CO2-Ausstoßes kostet einiges. Zum Beispiel Kohleausstieg, solche Sachen. Aber wir sind im Moment in einer Budgetdebatte. Die Nettozahler wollen nicht mehr bezahlen, müssten sie aber allein schon wegen dem Brexit. Die anderen Länder wollen keine Kürzungen hinnehmen an Budgets. Also es wird ein bisschen schwierig, dass dieses Geld umzuschichten. Es gibt ein paar Bereiche, wo es machbar ist, zum Beispiel bei der Europäischen Investmentbank. Da ist es möglich, dass man zum Beispiel nicht mehr nur strukturellen Wandel fördert, sondern ganz speziell eben grüne Projekte. Also dieser Teil ist machbar. Und der andere Punkt ist der Brexit, den haben Sie eben schon angesprochen, spielt natürlich auch in Sachen Geld eine Rolle, denn es wird deutlich weniger Geld zumindest da sein, weil Großbritannien nicht mehr bezahlen wird. Was erwarten Sie da? Da hat Ursula von der Leyen jetzt am Wochenende gesagt, also bis Ende 2020 da wirklich zu Potte zu kommen, das sieht sie nicht. Ich sage es etwas salopp. Ja, also für die EU ist es jetzt ein bisschen riskant. Sie wissen noch nicht, also ursprünglich war der Plan, dass man ein großes, umfassendes Handelsabkommen abschließt. Auch damit sich die europäischen Staaten nicht zerstreiten, das heißt, dass alle europäischen Interessen abgedeckt werden müssen. Durch diesen Zeitdruck kann es sein, dass es jetzt eine Salamitaktik gibt. Also sprich, dass man jetzt doch 4, 5 wichtige Sektoren rausgreift, zum Beispiel Freihandel, Verteidigung, Transport, Flugsektor und so weiter, und dass man dort einzelne Abkommen abschließt. Und da ist es dann natürlich leichter, die Mitgliedstaaten auf die Seite von Großbritannien zu ziehen, die ein Interesse daran haben, und die EU zu spalten. Das heißt, das ist eigentlich der nicht so beliebte Plan B. Mhm. Aber es kann sein, dass unter diesem Zeitdruck genau das jetzt passieren muss, dass man eben machbare, kleinere Abkommen macht statt einem großen.
Ganz interessant, Annalena Högenauer, Politikwissenschaftlerin an der Universität Luxemburg. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie uns das Ganze eingeordnet haben. Und in Sachen Brexit, ja, waren Sie bestimmt nicht das letzte Mal hier und wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen.